Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit dem Thema Stern-Dreiecksumwandlung. Hierbei lernen wir zunächst einmal das Grundprinzip der Stern-Dreiecksumwandlung kennen und schauen uns dann die entsprechende Herleitung an, wie wir das mit von extern gemessenen Widerständen machen können. Daraus folgen dann die Gleichungen zur Stern-Dreiecksumwandlung. Zum Schluss verallgemeinern wir die Stern-Dreiecksumwandlung zur Stern-Vieleck-Umwandlung. Worum geht es? Wir hatten in der letzten Folge gesehen, dass wir ein beliebiges passives Netzwerk als einen gesamten Widerstand zusammenfassen können. In der einen oder anderen Übungsaufgabe könnte es sein, dass Sie auf Fälle gestoßen sind, womit Sie mit einfacher Parallel- und Serienschaltung nicht mehr weiterkommen. Hier wird es spannend. Das sind dann Fälle, wo Sie dann an drei Knoten Widerstände miteinander verknüpft haben. Und ein solches Dreipol-Netzwerk, das lässt sich grundsätzlich darstellen, entweder dadurch, dass wir jeden Knoten mit einem entsprechenden Widerstand verbinden, dann bekommen wir eine Dreiecksformation. Wir können auch hergehen, die entsprechenden drei Knoten sternförmig verknüpfen. Das sehen Sie jetzt hier in diesem Bild hier. Grundsätzlich gilt, jedes beliebige passive Netzwerk lässt sich, wenn es drei äußere Knoten hat, durch ein Dreieck oder einen Stern darstellen. Beide Darstellungen können ineinander umgerechnet werden und wir können von außen nicht entscheiden, welche dieser Kombinationen denn jetzt gegeben ist, geschweige denn können wir von außen messen, wie das Netzwerk im Detail aufgebaut ist. Gut, wie kommen wir jetzt dahin, die Widerstände von außen zu ermitteln? Nehmen wir also an, dass die Widerstände als Stern verschaltet sind, so wie das hier dargestellt ist. Wir können aber nur an den Punkten 1, 2 und 3 messen. Was können wir da tun? Wir machen Folgendes. Wir messen von außen die Widerstände jeweils von den jeweiligen Knoten. Und zwar prägen wir dazu beispielsweise an Knoten 1 einen Strom ein, lassen ihn nach 2 fließen, lassen 3 dabei offen und messen die Spannung U1,2. Dann wiederholen wir das Ganze, schalten also den ersten Strom ab, lassen dann Strom von 2 nach 3 fließen, messen die Spannung dabei, also messen somit von außen den Widerstand von 2 nach 3. Und dasselbe machen wir dann ein drittes Mal, indem wir von 3 nach 1 messen. Damit müssten wir eigentlich alles haben, was wir so brauchen. Das können wir dann vergleichen mit dem, was wir bei einem sternförmigen Netzwerk messen würden. Hier ist diese Messmethode nochmal genau dargestellt. Wir messen die Spannung U1,2 geteilt durch den Strom I1. Damit messen wir also einen externen Widerstand zwischen 1 und 2, gekennzeichnet durch den Index extern 1,2. Wenn wir jetzt diesen Widerstand, den wir von 1 nach 2 messen wollen, müssen wir uns anschauen, wie das bei unserem Stern aussieht. Wir sehen, wenn wir von 1 nach 2 messen, sind die Widerstände R1,0 und R2,0 in Serie geschaltet. Da der Knoten 3 offen ist, fließt da kein Strom durch. R3,0 bleibt also unberücksichtigt. Dasselbe Spielchen machen wir jetzt für den Knoten 2 und 3. Und dann sehen wir, der externe Widerstand von 2 nach 3 ergibt sich aus der Summe R2,0 und R3,0. Das schreiben wir jetzt auch einmal als Gleichung auf
Und das Ganze machen wir am Schluss noch einmal von 3 nach 1. Sie sehen jetzt, dass ich die Widerstände hier so geschrieben habe, dass ich die inneren Widerstände R1.0, R2.0, R3.0 jeweils übereinander in den Gleichungen stehen habe. Damit kann man das Ganze nämlich ganz bequem als Gleichungssystem schreiben in Matrizenform. Ja, Sie sehen hier, ich fasse jetzt hier die externen Widerstände zusammen zu einem Vektor. Ich fasse die Widerstände R1.0, 2.0, 3.0 ebenfalls zu einem Vektor zusammen. Und die Matrix dazwischen ist praktisch die Multiplikatoren, die dann jeweils vor den Größen stehen. Sie müssen sich diesen Vektor ja praktisch hier oben drüber rum geklappt vorstellen. Das heißt, die erste Spalte würde dann für R1.0 gelten, die zweite für R2.0 und die dritte für R3.0. Diese Matrix-Schreibweise stellt exakt das gleiche Gleichungssystem dar, wie dieses hier auf der linken Seite, was wir eben in Einzelteilen geschrieben haben. Der Vorteil von dieser Schreibweise ist, dass wir jetzt sehr bequem die Werte für R1.0, R2.0, R3.0 ausrechnen können, wenn wir die externen Widerstände kennen. Nehmen wir an, wir hätten sie gemessen, so können wir hergehen und dieses Gleichungssystem kurzerhand invertieren. Das heißt, wir müssen die inverse Matrix A bestimmen. Das ist die formale Lösung. Das kann man heutzutage mit jedem Taschenrechner sogar schon machen. Eine 3x3 Matrix lässt sich damit sehr bequem lösen. Auch die Tabellenkalkulationen, zum Beispiel Excel, kann so etwas innerhalb von Sekunden. So, wir bekommen dann also die entsprechend invertierte Matrix, die jetzt hier unten rechts dargestellt ist. Und wenn wir das einsetzen, so erhalten wir praktisch das Gleichungssystem, was jetzt hier unten rechts steht. Eine Matrix, wo 1 und minus 1 drin stehen und als Faktor 1/2 einmal davor. Und wenn wir das wieder auseinanderfusseln, sodass wir einzelne Gleichungen haben, dann bekommen wir diese 3 Gleichungen, mit denen wir also aus den extern gemessenen Widerstandswerten praktisch auf die sternförmigen Widerstände innerhalb unseres Kastens schließen können. Soweit, so gut. Haha, das hat doch jetzt prima geklappt. Dann können wir das Gleiche doch vielleicht auch anwenden für unsere Dreiecksverschaltung. Schauen wir uns das einmal an. Auch hier berechnen wir wieder die externen Widerstände. Und dann sagen wir, okay, diese externen Widerstände können wir ja für Dreieck und Stern gleichsetzen. Und dann haben wir ja eine Umrechnungsgleichung oder Umrechnungsgleichungen, wie wir vom Stern zum Dreieck gelangen. Ja, dann schauen wir uns das mal genauer an. Das Problem ist, wenn Sie von 1 nach 2 messen, dann haben Sie zwar jetzt hier den Widerstand R1.2, aber aufgepasst, das ist nicht der Widerstand, den Sie messen, wenn Sie von 1 nach 2 messen. Warum? Aha! Der Widerstand R3.1 in Serie mit R2.3 ist ja auch noch da. Der ist parallel geschaltet zu dem Widerstand R1.2. Das heißt, der Widerstand, den wir jetzt hier messen zwischen 1 und 2, ergibt sich aus R1.2 parallel zu R3.1 plus R2.3. Nun, das müssen wir halt in sauber aufschreiben, und wenn wir das einmal machen, dann erhalten wir dann zum einen für, und das entsprechend einsetzen, erhalten wir praktisch die Gleichung, mit der wir hier aus den sternförmigen Widerständen die dreiecksförmigen Widerstände ermitteln können. Die Zwischenschritte habe ich hier heute in der Vorlesung einmal weggelassen. Das können Sie gerne einmal zu Hause auf Papier probieren. Wenn Sie diese Gleichung für Knoten 1 und 2 herausgefunden haben, ergibt sich der Rest durch zyklisches Vertauschen praktisch automatisch. Ja. In der anderen Richtung erhalten Sie dann die folgende Gleichung R1.0
im Sternförmigen ergibt sich aus dem Produkt der entsprechenden Widerstände durch die Summe von allen Widerständen, die da vorhanden sind. Erinnert ein klein wenig an die Parallelschaltung, aber ist eben schon ein wenig anders. Durch zügliches Vertauschen kriegen Sie dann entsprechend die anderen zwei Widerstände auch. Diese Gleichungen sollten Sie sich vielleicht auf ein Formelblatt schreiben, denn das jedes Mal in einer Prüfung herzuleiten, kann ich beim besten Willen nicht empfehlen. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, das hat ja mit drei Knoten wunderbar funktioniert. Wie sieht das denn aus? Vielleicht funktioniert es ja auch noch für Strukturen mit mehr als drei Knoten. Wenn wir also so eine sternförmige Struktur haben mit n Knoten, wie sie hier einmal symbolisch dargestellt ist, dann können wir überlegen, wie wird das Ganze aussehen? Wenn wir den Stern zum Dreieck wandeln, haben wir außenrum praktisch die Knoten jeweils verbunden. Das könnte ja dann auch entsprechend ein Vieleck werden. Allerdings muss ich Sie enttäuschen, so einfach ist es nicht. Wenn wir einen allgemeinen Stern in ein solches Netzwerk überführen wollen, müssen wir weitere Widerstände berücksichtigen, die dann nämlich so verschaltet sind, dass wirklich jeder Knoten zu jedem Knoten eine Verbindung hat. Ja, zur Umwandlung vom Stern zum solchen Vieleck mit vielen Widerständen drin, macht es Sinn, die Widerstände zunächst einmal in Leitwerte umzurechnen. Und dann wird es lustig, denn dieser Versuch, den wir gemacht haben, wir messen den Widerstand von außen, von einem zum anderen Knoten, den müssen wir jetzt hier auch wiederholen. Nur reicht es leider nicht, von einem zum benachbarten Knoten jeweils zu messen. Wir müssen nämlich leider dann auch vom ersten zum dritten, vom ersten zum vierten und so weiter. Wir müssen jede Kombination der Reihe nach ausprobieren und dann ausrechnen, wie sind dann die Widerstände im Vergleich zum Stern und zu unserem Vieleck. Ich muss gestehen, ich habe mich da jetzt nicht dran getraut, sondern ich habe mich dann einfach auf Bücher verlassen. Sie sehen hier unten links das Zitat. Ich habe es jetzt geklaut aus dem Buch von Herrn Unbehagen, Grundlagen der Elektrotechnik 1 aus dem Springer Verlag. Und können Sie dann auf Seite 313 finden, dass sich eben die Leitwerte in unserem Vieleck nach folgender Gleichung ergeben. Das heißt also, der Leitwert von einem Knoten I zum Knoten J ergibt sich aus dem sternförmigen Struktur, aus dem Leitwert von dem jeweiligen Knoten zum Sternpunkt, multipliziert mit dem jeweiligen Leitwert von dem anderen Knoten zum Sternpunkt, geteilt durch die Summe von allen Leitwerten, die wir in unserem Stern haben. Auf die Weise können Sie diese Stern-Vieleck-Umwandlung vom Stern zum Vieleck machen. Warum brauchen wir das? Ganz einfach, wenn wir ziemlich komplexe Netzwerke haben und wir können nur an manchen Punkten unsere Spannung oder unseren Strom messen, dann ist es für weitere Verfahren, die wir beim nächsten Mal kennenlernen, hilfreich, wenn wir weniger Knoten haben, die wir berücksichtigen müssen. Bei der Stern-Vieleck-Umwandlung sparen wir uns einen Knoten, wir eliminieren einen Knoten. Das heißt, unser Vieleck hat eben nur noch so viele Knoten, wie wir auch messen können. Das gilt im Übrigen ebenfalls schon für die Stern-Dreiecks-Umwandlung, bei der wir auch den Knoten in der Mitte einsparen, wenn wir den Stern zum Dreieck wandeln. Können wir auch das Ganze zurückverwandeln? Können wir also einen weiteren Punkt einfügen?
Grundsätzlich nicht. Das heißt, wenn wir also ein allgemeines Vieleck haben, bei dem allgemein jeder Knoten mit jedem verbunden ist, so können wir nicht allgemein eine sternförmige Struktur finden, die dieses Netzwerk ersetzt. Das ist sehr schade. Aber wir sehen, das liegt allein daran, dass wir in unserem Vieleck deutlich mehr Variablen haben als in unserem Stern. Deswegen ist die Rückumwandlung sozusagen nicht eindeutig definiert. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht untersucht, ob diese Rückumwandlung vielleicht dann möglich ist, wenn sich die Vieleckstruktur ursprünglich aus einem Stern ergeben hat. Mit einem Wort, wenn wir also wissen, dass das Ganze ein entsprechender Stern ist, ob wir dann zurückwandeln können, das wäre eine Untersuchung. Wenn das von Ihnen noch jemand weiß, wo man das nachschlagen kann oder nachweisen kann, sagen Sie mir Bescheid, da wäre ich ganz aktuell auch ziemlich dran interessiert. Damit komme ich für heute zum Schluss. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.